Herzlich willkommen, täglich Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, den 20. August 2015. Die Spekulationen der letzten beiden Tage sind ebenso aufgegangen wie die vom Montag. Ich hoffe, Sie haben beim Australdollar tatsächlich das Limit gesetzt. Danach ging es ja kräftig abwärts. Hier kann man inzwischen auch mal kleine Gewinne mitnehmen. Gestern meine Empfehlung, bei der einen oder anderen Position mal auf die Short-Seite zu wechseln, hat sich auch gelohnt. Nach den letzten Nachrichten sackten sowohl in Europa wie auch in den USA die Indizes ab und die meisten Papiere mit. Mit unseren Puts sind wir sehr gut positioniert. Noch immer, wie gesagt, keine Änderung, was die DAX oder insbesondere die Indizespekulation anbetrifft. Da bleiben wir weiterhin neutral. Für heute sieht es wieder danach aus, als ob wir mal eine kleine Gegenbewegung bekommen können für die nächsten Tage. Das kann sich immer im Bereich so 100, 200 Punkte abspielen. Deswegen aus taktischer Sicht keine Indexspekulation, sondern weiterhin nur bei einzelnen Aktien. Und da kommen ja eine ganze Menge in Frage, eine BMW, eine VW, also die typischen Automobilhersteller, die unter dem China-Geschäft leiden, oder auch die Chemiehersteller. Dazu hatten wir ja im Frankfurter Börsenbrief auch Puts auf Lanxess und BASF empfohlen, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. In der neuen Ausgabe werden, ich glaube, 8 neue Puts hinzukommen. Die Ausgabe können Sie ja heute Nachmittag schon über unsere Internetseite lesen, oder Sie haben sie am Samstag dann im Briefkasten. Jedenfalls die ganze Latte von Puts, die wir in der letzten Ausgabe neu aufgenommen haben, die bewegen sich schon um die 20-50, einige sogar 100% im Plus. Das ist bei vielen sehr schnell gegangen, obwohl wir sehr defensiv mit den Hebeln umgegangen sind. Die Knockout-Schwelle sehr weit gesetzt, nicht sehr weit gesetzt, aber relativ weit gesetzt, weil, wie gesagt, es in dieser Marktkonstellation immer mal sein kann, dass der Markt 200 oder 300 Punkte in die Höhe hüpft und dann ist man bei allen Positionen ausgestoppt. Das heißt, hier bitte genau aufpassen. Heute möchte ich Ihnen vorschlagen, sich bei Nordex auf die Short-Seite zu begeben. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich, denn Vestas hat ja heute eigentlich sehr gute Zahlen gemeldet. Man hat den Auftragsbestand um 3 Milliarden Euro auf über 16 Milliarden Euro ausgedehnt. Der dänische Marktführer ist gut im Sattel und wir haben die Vestas ja auch auf unserer Empfehlungsliste. Der Nordex hat das heute wenig geholfen. Die Aktie ist heute ein gutes Stück unter Druck gekommen, über 5%. Das lag auch daran, dass es eine Abstufung gab auf Underperform eines großen Analysehauses. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass jetzt hier demnächst eine Trendwende einsetzen wird. Noch ist das ja alles im Rahmen, noch ist der Aufwärtstrend intakt. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass man hier mit einer Short-Spekulation gerade in den nächsten 3-4 Tagen gutes Geld wird verdienen können. Also nach wie vor, wenn Sie auf die Short-Seite wechseln, bitte nicht in den Indizes, sondern nur in einzelnen Aktien, in klaren Abwärtstrends. Das lohnt sich besser. Einzige Ausnahme jetzt eine Trendwende-Spekulation bei der Nordex. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich dann wieder für Sie da. Bis dahin alles Gute, Ihr Bernhard Klitzing.